Hi und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Guild Wars 2. Wir haben ein bisschen Post bekommen, weil unser Charakter am 13. hatte sie Geburtstag. Also wir haben sie vor fast einen, also jetzt ein paar Tage mehr, vor mehr als einem Jahr haben wir sie erstellt. Und das Guild Wars 2 Team. Alles Gute zum Geburtstag, Lissy. Herzlichen Glückwunsch. Heute ist der Jahrestag der Erstellung eures Charakters. Um eure heroischen Taten des letzten Jahres in Tyria gebührend zu würdigen, haben wir ein Geschenk für euch. Danke, dass ihr Guild Wars 2 spielt. So, wir nehmen das Geschenk mal entgegen und wir machen das Geschenk auf. So, wir haben eine Schriftrolle der Erfahrung bekommen. Eine Mini-Königin Jenna, die habe ich leider schon, aber ich zeige sie euch mal. Und zwar sieht die Dame so aus. Und wir haben einen Geburtstagsverstärker bekommen. Das ist doch schön. Und dann würde ich sagen, können wir weiterspielen. So, guten Tag. Meine letzte Patrouille war nicht ganz so aufregend wie üblich. Habe ich das euch zu verdanken? Es könnte etwas damit zu tun haben. Dafür bin ich dankbar. Um ehrlich zu sein, sind wir nur eine kleine Gruppe, die hergeschickt wurde, um die Gerüchte über den weißen Mantel zu untersuchen. Wir waren nicht darauf vorbereitet, mit dieser ganzen Schar zu kämpfen, Banditen zu kämpfen. Wie schreitet die Untersuchung voran? Wir haben nur Geister gesehen und Relikte entdeckt. Alles deutet darauf hin, dass sie vor Jahrhunderten verschwunden sind. Trotzdem bleiben wir, bis uns die Königin nach Götterfels zurückruft. Okay, viel Glück. Okidoki. Dann gehen wir mal gucken, was hier in die Richtung ist. Löwenkopf Felsaufschluss entdeckt. Okay, was haben wir da? Silberader braucht man nicht. Wir wollen aber Eisenader. Gut. Dann laufen wir mal da unten hinten. Schleicht euch in Senans Banditenbande ein und stört ihre Aktivitäten. Sprecht mit Eve oder Ruppel, um euch in das Lager von Ihr wartet, es kamen böse Männer und stahlen unser Glänziges. Bringt zurück, Glänziges, nicht böse Männer. Okay. So, hier drin sind auch noch ein paar. Ihr Großsein, viel Käse essen müsst. Käse gut für Größe, ich gehört. Eine gesunde Ernährung hat viele Vorzüge. Wer gesundes Essen will groß sein, werde gut essen, genau wie ihr. Will groß und stark werden, immer schön so weitermachen, dann werdet ihr es schaffen. Hallo. Genau, esst euren Käse, dann werdet ihr so groß wie ich. Mach ich, werden viel Käse essen, wachsen, werden Riese. Und dann, ich zwinge Banditen mit Glänziges zu mir Glänziges zu geben. Ich mag die Art, wie ihr denkt. Ihr meint wohl eher Gemüse, dann isst gesünder. Bah, weg am Gemüse. Käse gut. Macht mich groß, ja? Schön, dann esst eben viel Käse. Käse ist gut, aber Whisky ist besser. Dann würdet ihr falsch unterrichten. Wow. Was ihr machen hier, Char, für Squid dieser Ort? Wo habt ihr denn alle dieses Zeug her? Wir nehmen Banditen ab. Böse Männer haben viele Sachen. Ja, nehmen welche hier, nehmen welche da. Sie nicht vermissen. Ihr habt all das den Banditen abgenommen. Nicht alles. Finden auch viel Schönes in Geröll im Süden. Ist staubig, aber wir polieren bis funkeln. Klingt, als wäre dies ein großartiger Ort für Squid. In unserer Reife gibt es viele Schätze, ja, böse Männer kommen, viel glänzige stehlen, so nehmen wir es. Plündern und behalten, verstanden? Ja, ihr seid sehr schlau.
Squid haben alles, was brauchen. Seht ihr, kein Bedarf an albernen Königen. Puh, so sollte Squid leben. Wir nehmen, wir kratzen, wir tun, was wir wollen. Klingt, als hättet ihr Spaß dabei. Okidoki. So, Eisen. Sehr, sehr viel Eisen. Nehmen wir alles mit. Das ist obendrauf. Da. Okay. Wir holen ganz kurz das Eisen, so. Und da drüben ist eine schöne, reichhaltige Ader. Die nehmen wir doch auch sehr gerne mit. Da. Ich mag die Guild Wars Musik. Ist zwar auch Eisen, ne? Ja. Njong. Okay. Er zwingt Senan, bevor er ins Banditen-Nachschublager zurückkehrt. Ich war auch. Ihr auch. Der hält gut viel aus. Juhu. So. Wir sind Spione. Wir kämpfen zwar nicht fair, aber das macht die Banditen auch. Machen die Banditen auch nicht. Wir haben Banditenverkleidungen, die ihr tragen könnt, um euch bei den Banditen einzuschleichen und ihre Aktion zu sabotieren. Okay, gebt mir die Verkleidung. Die Verkleidung wird eine Illusion an euch erzeugen und euch wie einer von ihnen aussehen lassen. Ich lasse euch ins Lager, sobald ihr bereit seid. Oh, in eurer Tasche findet ihr Bannbärengift. Seid ihr bereit? Ja. Ah. Ich weiß es nicht. Hört mal, ich kenne euch nicht. Einmal, also bleibt mir aus dem Gesichtsfeld, sonst lernt ihr meine Klingen kennen. Okay. Oh, das wird ein Spaß. Das reicht. Immer schön der Reihe nach. Ich trainiere mit den hier. Vielleicht können wir kämpfen. Das ist eure Beerdigung. Okay. Habt ihr schon von dem Angriff gehört, das wir für morgen planen? Kann's kaum erwarten. Ich muss einfach raus und meine Aufregung abrackern. Ja, ich auch. Okay, guck mal. Habt ihr den Plan für unseren nächsten Angriff gesehen, der uns ganz bis über die Kessex-Hügel führt? Natürlich, scheint, als würde sich das lohnen. Ja, ich schätze, Senan denkt genau das Gleiche. Aber diese medizinischen Vorräte, werden nicht Menschen sterben ohne sie? Wenn euch Menschen wichtiger sind als der Profit, ist das nicht das richtige Leben für euch. Ihr habt recht, ich will das nicht tun. Squid zu entführen ist eine Sache, aber ich habe Familie in Kessex. Vielleicht sollte ich zu ihnen zurück. Ich glaube, ihr habt recht. Viel Glück. Grüß euch. Sobald ich kann, schleiche ich mich hier raus. Versuch gar nicht erst, mich zum Bleiben zu überreden. Und sagt niemandem, dass ich gehe, bitte. Ihr verbergt etwas. Ich brauche euch bloß anzuschauen. Und das merke ich. Ein Bandit mit Geheimnissen. Sowas. Kampfbefehl am Bandit. Auch mit... Ich habe euch im Auge. Der weise Bandit hält sich immer den Rücken. Okay. Dann können wir wieder raus. Das Lager einmal verlassen. So. Ich habe gute und schlechte Neuigkeiten. Zuerst die schlechte. Senans Banditenlager existiert noch immer. Die gute Nachricht ist, dass die Banditen zu krank sind, um uns Ärger zu bereiten. Dank eurer Hilfe haben wir uns wieder darauf konzentriert, nach Spuren des weißen Mantels zu suchen, weswegen uns die Königin schließlich hierher geschickt hatte. Die Krone dankt euch für eure Hilfe. Alles klar.
Helft den Squid gegen die Banditen. Tötet Banditen, zerstört ihre Waffen und Vorräte und helft den Squid in den Schlund Anhänger zu sammeln. Das machen wir doch. Tja. So gut. Geben wir gleich die glänzenden Schmuckstückchen noch ab. Wenn wir genug davon haben. Ich weiß halt nicht, wie viel die bringen. Deshalb würde ich auf jeden Fall noch ein paar einsammeln. Also ich weiß halt echt nicht, wie ich das mit dem Guild Wars Let's Play machen soll. Ob ich das erstmal beenden soll, bis dann komplett alle Episoden. Ich weiß halt auch nicht, ob die komplett alle spielbar werden. Das ist halt auch ein echt großes Problem, was ich da so habe. Und ja, keine Ahnung, da bin ich halt schon noch am überlegen, wie ich das mache. Weil, ja, ich halt schon echt gerne, schon nicht gerne das alles bringen würde. Aber ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ob auch wirklich alles spielbar wird. Das ist halt so mein Problem, was ich habe. Gut. Ihr seid tapfer. Habt Squid geholfen. Geholfen gegen böse Leute. Squid schickt euch Glänziges dafür. Wir jetzt sehr, sehr glücklich. Squid danken ganz viel. Jetzt haben wir leider das Glänzige nicht abgegeben, aber egal. So. Das Silber, das noch Eisenerz. Und da ist noch. Okay. Da ist ein Banditenanführer, den ich klatschen will. Danke! Oh boy, der hält viel aus. Aua, 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 aua. Warum hält der so viel aus? Komm mal mit. Oh, der macht jetzt schon echt gut Damage. Aua. So, meine Katze kann tanken, das ist gut. Das nicht gut. Aua. Das tut halt schon weh. So, komm her. Du heilst mich schon hoch. Tja. Uiuiui. Der hat mich schon gut geplatscht. Wir heilen wie ein Leben. So. Dann nehmen wir da kurz die Wegmarke hin. Da würde ich halt auch gerne noch hingehen. Das Silbererz, das interessiert mich nicht. Okay. Hier was aufdecken. Ja. Okay, das ist doch toll. Ein großes Areal, wo ich nicht rein darf. Okay. Warte, wo war das, wo ich hin will? Da drüben.
Das ist halt schon nicht mehr viel, was wir machen müssen. Das ist schon toll. Also, dass wir mit Map Clear so ziemlich bald fertig sind. Also eigentlich sind wir nach der Map fertig, aber ich möchte ja, wie gesagt, noch die Silberwüste machen. Und die Trockenkuppe. Und bei die Silberwüste und die Trockenkuppe kann ich eigentlich lassen, weil das ist Living Story 2 Zeug. Dummerweise im Zentrum aller kriminellen Machenschaften. Der Vandalenclaim im Westen ist voller Banditen. Passt auf, wo ihr hingeht, dann sollte euch nichts passieren. Im Osten hat die Inquestur ein befestigtes Labor. Und angeblich planen sie ein Bündnis mit den Banditen. Mögen die Götter uns helfen, wenn da was dran ist. Okidoki. Wir haben da ein Problem. Die Inquestur und der Albtraumhof haben sich mit den Banditen zusammengeschlossen. Die führen nichts Gutes im Schilde. Es ist schwer, das Unglaubliche zu glauben oder sich das Unvorstellbare vorzustellen, pscht Lissy. Ohren gibt es überall. Die finsteren Trade, mit denen wir es zu tun haben, verfügt über eine starke Verführung und gute Tarnungsfähigkeiten. Was habt ihr erfahren? Ich habe einen Bericht in das Hauptquartier der Gerüchte geschickt. Wir haben den Namen des Anführers der Trade enthüllt. Seid vorsichtig, wenn ihr auf sie trifft. Die Banditen werden von einem Menschen namens Thorn angeführt. Und die anderen zwei, die Inquisitor-Crew, die hier arbeitet, wird von einem Bombenkerl, einen Asura namens Kokomak, angeführt. Und der Albtraumhof folgt den Befehlen einer dunkelherzigen Silvari namens Kariada. Nicht vergessen, Achtung. Okay. Lass dein Unrecht nie. Es steht viel auf dem Spiel. Nun, da die Questur und der Albtraumhof mit gut koordinierten Banditen zusammenarbeiten, verbringen wir viel zu viel Zeit damit, uns um deren Unsinn zu kümmern. Das klingt nach Ärger. Definitiv. Ja, so. Dann fliegen wir mal kurz so rein. Und entdeckt haben wir Breens Banditen. So, dann will ich zu der Wegmarke. Dann will ich da in das Asura-Labor rein. Ich glaube, das war ein Asura-Labor. So. Dann. Ich für meinen Teil verschwinde. Jetzt. Ja, sehr schnell. Okay, das war kein Inquisitor. Ich weiß halt, dass das hier drin ist, aber das haben die dann nur gestohlen. Okay. Wir Squid bauen Glänziges, aber wir haben im Moment nichts. Um zu tauschen, große Freundin, vielleicht ihr helft Squid, wir tauschen, ihr bleibt, ihr geht, ihr eure Wahl. Was hast denn du? Stein. Wow. Das ist Glänziges. Wow. Wow, einfach nur wow. Okay, was hast du hier? Ich glänziges im Taschenrieche. Ihr mit Squid von Squid Sata. Nee, Handeln, ja? Was hast denn du? Wow, Dankeschön. Krass, das wollte ich schon immer haben. So. Dann gehe ich da kurz hoch, nehme mir das hier mit. Ich sterbe hier. An Gelands Banditen entdeckt, also das Lager haben wir entdeckt. Dann gehen wir zum Wasserfall. So, Gotala Kaskade entdeckt. Dann trinke ich mal ganz kurz eben was, während wir das schöne Panorama angucken.
So. Aber ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder von Guild Wars 2. Bis dann und bye bye!